Das ist eine Dornier 328. Die kommt ursprünglich aus Island, wird jetzt aber in Memmingen umgebaut. Die Spezialfirma Dotec am Allgäu Airport kümmert sich nämlich um die Wartung und Umrüstung von Luftfahrzeugen. Vor allem vom Hersteller Dornier. Wir machen ca. 80-90% hier selbst, was die Wartung angeht, Reparaturen angeht, Austausch von Teilen angeht. Was wir nicht selbst machen, sind Komponenten, die komplex sind, groß sind und die werden dann zu den jeweiligen Herstellern geschickt, um dort überholt oder repariert zu werden. Seit Frühjahr 2010 ist Dotec in Memmingen ansässig. Vor kurzem hat sich das noch junge Unternehmen einen millionenschweren Deal an Land gezogen. Im Auftrag der Fluggesellschaft Angola Air Service sollen die Spezialisten 4 ehemalige VIP-Jets umbauen. Das bringt nicht nur Geld in die Kassen, sondern sichert auch eine Vollauslastung für 6 Monate. Und das heißt eine Verdopplung der Belegschaft von ehemals 12 auf 24 Festangestellte. Zusätzlich will Dotec ab nächstem Jahr auch zum Fluggerätemechaniker ausbilden. Denn schon jetzt gibt es die nächsten Umbaupläne. Gut, die Firma Dotec ist natürlich ein führender, jetzt schon auch als junges Unternehmen, führender Anbieter durch unsere fachliche Kompetenz, die wir seit vielen Jahren letztendlich im Markt in anderen Verwendungen schon hatten. Ein toller Nischenanbieter für Spezialumbauten. Und diese Spezialumbauten umfassen zukünftig zum Beispiel den Umbau in sogenannte Ambulanzflugzeuge, die wir dann auch den afrikanischen Staaten, gerade auch Nigeria, dieser Airline, für die wir jetzt schon tätig sind, und auch Angola zur Verfügung stellen werden. Im Moment geht es aber noch um die 4 Jets aus Angola. 3 von ihnen werden zu 32-sitzigen Airlinern für den Linienflugverkehr umgerüstet. Dornier Nummer 4 bleibt ein VIP-Jet und wird dementsprechend ausgestattet. Das Flugzeug bekommt unter anderem eine völlig neue Innenausstattung und eine andere Lackierung. Die guten Beziehungen in afrikanische Staaten sichern dem Unternehmen immer wieder Aufträge. Doch auch die hiesige Wirtschaft wird nicht vernachlässigt. Das ist nämlich ein Primat von uns, dass wir sicher zuerst einmal den hiesigen Wirtschaftsraum fördern möchten, weil man auch uns entsprechend fördert. Und da hier die entsprechenden Kompetenzen vorhanden sind, wir haben uns ja eingehend darüber unterhalten, es gibt vom Bodensee her gesehen, ist die Luftfahrt sehr groß vertreten bis nach Oberpfaffenhofen und auch nach München herein, ehemals MBB, also die EADS. Und da gibt es viele Zulieferbetriebe, heißt die hiesige Industrie wird hier von uns gefördert. Aber nicht nur die Zulieferer der Umgebung werden in das Konzept mit einbezogen. Auch die Arbeitskräfte kommen vorwiegend aus der Region. Zudem profitiert auch der Allgäu Airport von dem Unternehmen. Wann immer technische Probleme bei Flugzeugen auftreten, werden Mitarbeiter von Dotec zu Rate gezogen. Die Verantwortlichen sind sich sicher, mit dem Standort Memmingen eine gute Wahl getroffen zu haben. Gut, Memmingen hat natürlich für uns eine ganz hervorragende Infrastruktur. Nicht nur, dass es der Flughafen selber ist, sondern hier sind riesige Entwicklungsmöglichkeiten, gerade im Dreiländereck. Wenn wir hier Österreich nehmen, die Schweiz nehmen und Deutschland zusammennehmen, so sitzen wir hier genau in der Zentrale, im Servicepunkt, um für unsere Dienstleistungen auch für allerlei Luftfahrtgesellschaften aus den Bereichen natürlich da bieten zu können. Pro Maschine aus Angola fallen ca. 4.000 bis 5.000 Arbeitsstunden an. Es gibt also einiges zu tun. Dabei entgeht den Mitarbeitern nicht das kleinste Detail. Mit speziellen Kameras wird sogar das Innere der Turbinen auf Risse oder andere Schäden überprüft. Doch bei Dotec werden Flugzeuge nicht nur umgebaut, sondern auch gewartet sowie an- und verkauft. Das sichert der Firma, die zum Jahresbeginn vom Luftfahrtbundesamt die notwendige offizielle Zertifizierung erhalten hat, zusätzliches Klientel. Als Arbeitgeber wird Dotec auch vom bayerischen Staat unterstützt. Erstens mal, wir haben einen starken Partner in der BayBG. Einerseits, zum andererseits halten die uns den Rücken frei in der Finanzierung, in Fragen von Zuschüssen. Wir sind ein junges Unternehmen und waren angewiesen, was die Finanzierung und die Hilfe an, oder was es Finanzieren angeht, auf die Hilfe von der BayBG und natürlich auch unseren Hausbanken, die auch sehr tatkräftig unterstützt haben. Für alle Beteiligten ist die Rechnung aber aufgegangen. Denn kaum ist eine Maschine fertig, muss schon Platz gemacht werden für die nächste.